Leute, heute ein Video, das mir wirklich nicht leicht fällt, das aber sein muss. Viele von euch wissen, mir steht noch ein bisschen was bevor und langsam ist die Zeit gekommen. Ihr wisst, ich wurde verhaftet, verurteilt und ich muss noch eine Strafe antreten. Und in diesem Video werde ich euch den aktuellen Stand der Dinge sagen. Ich werde euch sagen, wie es weitergeht, was ansteht und auch, wann ich rein muss. Ja, Leute, die meisten, die mich verfolgen, die wissen, dass ich Scheiße gebaut habe in meinem Leben und dass ich für diese Scheiße auch noch gerade stehen muss. Ich habe von 2015 bis 2019 zusammen mit zwei Mittätern einen Darknet-Marktplatz namens Wall Street Market geleitet und im April 2019 wurde ich durch die GSG 9 nach Ermittlungen von FBI, Europol und dem BKA festgenommen wegen diesem Marktplatz und bin dann auch in U-Haft nach Frankfurt gegangen. Ja, ich war dann in U-Haft in Frankfurt und habe mich da dann schnell entschieden, meine Wallets aufzumachen, das heißt den Behörden beträchtliche Bitcoin-Mittel zur Verfügung zu stellen im Millionenbereich und dann wurde mein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt und ich durfte Gott sei Dank die Haft verlassen, aber natürlich stand mir damals auch noch ein Prozess bevor. Und ihr müsst euch vorstellen, man kommt aus der U-Haft, alles gepfändet und man muss irgendwie bei Null anfangen. Ich habe dann relativ früh mich entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen mit Jenke Crime auf ProSieben. Der ein oder andere von euch dürfte das gesehen haben. Und ich habe dann versucht, mir wieder irgendwie was aufzubauen, weiterzumachen. Und im Juli 2021 gab es dann endlich nach einem längeren Prozess ein Urteil. Und das Urteil lautete für mich 7 Jahre und 9 Monate Haft wegen bandenmäßigen Drogenhandel und Untreue. Und versteht mich nicht falsch, zum Urteil war ich im Mindset auch schon so weit, dass ich selber gesagt habe, hey, du hast wirklich Scheiße gebaut und du musst dafür gerade stehen und das verdient auch eine Haftstrafe. 7 Jahre, 9 Monate war aber schon wirklich heftig und natürlich habe ich versucht, das Beste für mich und meine Family rauszuholen. Wir sind dann also direkt in Revision gegangen zum Bundesgerichtshof und auch da dauert das Ganze ein bisschen. 2022 wurde die Revision zu größten Teilen aber durch den BGH in Karlsruhe verworfen und das Urteil ist in Rechtskraft erwachsen. Das heißt, das Urteil war rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft kann das Urteil vollstrecken. Und das war natürlich für mich und auch für meine Familie schon ein heftiger Schlag, weil wir schon gehofft haben, dass es irgendwie noch ein bisschen weniger wird. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht rumheulen. Das ist so. Wir haben den Rechtsweg ausgeschöpft. Ich muss jetzt dafür gerade stehen, aber wir haben schon gehofft, auch wenn die Chancen beim BGH natürlich sehr gering sind, 5 bis 8% gehen da nur durch, dass da vielleicht noch ein bisschen was geht. Und dieses Jahr wurde ich dann auch zur Haft geladen durch die Staatsanwaltschaft. Allerdings ist es so, dass ich ein Problem habe mit der Gesundheit. Ich habe Herzrhythmusstörungen. Da ist noch eine OP angestanden. Jeder, der mich auf Instagram verfolgt, der hat das gesehen, dass ich da im Krankenhaus war. Das war eben diese OP, die ich vorher zwingend noch machen musste, bevor ich in Haft gehe. Ich habe dafür eben auch einen Aufschub erhalten, einen Haftaufschub. Und dieser Haftaufschub geht jetzt zu Ende. Ich habe meinen Termin schon. Und Leute, das hier wird erstmal mein letztes Video sein. Ich habe alles soweit vorbereitet. Ich bin wirklich dankbar für die letzten Jahre, dass ich auch draußen sein durfte, bevor ich jetzt meine Haft antrete. Das mache ich nächste Woche, Leute. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen an alle, die mich supportet haben. Jeder aus der Community, der mir da Kraft gegeben hat, der meine Videos geguckt hat. Und der ein oder andere wird schon sehen, ich habe schon versucht, mir ein legales, sauberes Leben aufzubauen und dabei bleibe ich auch, so wird es auch weitergehen, wenn ich wieder zurückkomme. Auch dieser Kanal wird weitergehen, auch meine Präventionsarbeit wird weitergehen, auch meine Arbeit im Bereich Cybersecurity. Mittlerweile berate ich einige Unternehmen in diesem Feld und ich bin da auch stolz drauf, dass ich es geschafft habe, aus dieser Not, aus dieser Illegalität rauszukommen und mir wirklich was Legales aufzubauen. Und das ist auch meine Message an euch, Leute, das lohnt sich nicht. Irgendwann holt dich das Ganze ein und dann musst du natürlich für diese Taten gerade stehen. Das mache ich jetzt. Ich werde mich stellen zu meinem Hafttermin nächste Woche und werde dann in Haft gehen.
Natürlich ist es so, dass wir versuchen, dass ich schnell in den offenen Vollzug kann. Dafür gibt es aber natürlich keine Garantie. Das liegt jetzt auch an mir, wie ich mich in Haft verhalten werde. Ich hoffe, das wird relativ schnell gehen. Hier auf dem Kanal wird es erstmal nicht viel geben. Auf Instagram werdet ihr aber immer wieder ein paar Updates sehen. Deswegen entfolgt mir da bitte nicht, entfolgt mir auch hier nicht. Wenn ihr mich unterstützen wollt und ein bisschen was machen möchtet, dann möchte ich euch das AI-Institut vorschlagen. Das habe ich vor ein paar Monaten aufgebaut, zusammen mit dem Wolf. Das läuft ganz gut. Hier geht es um KI-Themen. Das ist so mein neues Herzensding. Das macht mir Spaß, das interessiert mich. Hier gibt es Kurse. Und wenn ihr unterstützen wollt, dann macht es in diese Richtung. Aber natürlich nur, wenn euch auch KI interessiert und wenn für euch das Ganze Mehrwert ist. Ja, und ich will es jetzt gar nicht so lang machen, Leute. Wie gesagt, nächste Woche trete ich meine verdiente Haftstrafe an. Ich werde die nächsten Tage natürlich ein bisschen zurücktreten, die Zeit mit meiner Familie verbringen und auch versuchen, da so stark wie möglich reinzugehen. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Community, vielen an alle, die mir geschrieben haben, die mich immer wieder unterstützt haben. Das hat mir wirklich über die Jahre viel Kraft gegeben und auf eine Art bin ich auch wirklich froh, dass es jetzt endlich losgeht und dass ich dieses Thema jetzt auch angehen kann, Leute. Das zu diesem Video. Ich wollte euch informieren, das bin ich euch schuldig und dann sage ich jetzt vorerst zum letzten Mal gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.